Die Pinkbox ist da und ja, dieses Mal hat sich etwas geändert. Und was genau sich da geändert hat, werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr habt schon gesehen, die Pinkbox Mai 2021 ist da. Und ich hatte per E-Mail schon gelesen, dass sich etwas ändert. Normalerweise ist ja immer ein Magazin mit dabei. Manche freuen sich drüber, manche etwas weniger. Und ja, das Magazin wurde jetzt, so wie ich es in der E-Mail gelesen hatte, herausgenommen. Und stattdessen gibt es etwas anderes. Das etwas andere kann ganz arg variieren. Es kann ein Lifestyle-Produkt sein, es kann ein Beauty-Produkt sein, es kann, ich weiß nicht, es kann eigentlich von allem irgendetwas sein. Bei den 5 Pflege- und Beauty-Produkten in der Box soll es natürlich bleiben. Ja, gut, wir wollen da jetzt mal gemeinsam reinschauen. Ich dachte, ich nehme euch da auf jeden Fall mit, denn ja, Neuerungen sind ja sehr interessant und ja, wir schauen jetzt mal. Und das ist das Design. Ne, Quatsch, hier liegt noch was drauf. So sieht es im Kartonchen aus. Wir haben erstmal hier ein Zettelchen. Beauty Love, Enjoy Your Self-Love Time. Genau, ein Rabattcoupon ist das von Beauty Love. So sieht der aus. Genau, falls euch das interessiert, hier ist der Rabattcode. Dann haben wir die Pinkbox im klassischen Design. Dann haben wir hier noch einen HelloFresh-Coupon. HelloFresh hatte ich mal ausprobiert. Ist eine klasse Sache, ist mir persönlich aber, hoppala, zu teuer. Und Achtung, Achtung, wenn ihr so eine Karte einlöst, ihr schließt automatisch ein Abo ab. Und müsst da, zumindest war es bei mir zu dem Zeitpunkt noch so, Kontakt aufnehmen und das Abo pausieren lassen. Genau, ansonsten ist das nämlich eine wiederkehrende Sache. Ganz schön clever. War mir damals nicht bewusst, als ich das geschlossen habe. So, die Box. Darum geht's. Es liegt ja auch noch etwas an der Seite. Das schauen wir uns gleich an. So, im Deckel steht nach wie vor, du bist schön. Das hat sich nicht verändert. Wir haben wieder das Seidenpapier mit dem Schleifchen und einen Aufkleber, den ich bisher noch nicht hatte. Das ist neu. Und dann wollen wir jetzt mal hineinschauen. Ich weiß auch gar nicht, was das Thema in diesem Monat ist. Letzten Monat war es ja der Geburtstag. Und diesen Monat ist es Self-Love Club. Okay, sehr interessant. So sieht es aus. Ist ein hübsches Design, finde ich. Und ich lese euch natürlich wie üblich den Text vor, denn am Anfang ist immer ein Text, der etwas zum Thema sagt und, mal kurz jucken, und ja, das wollen wir uns mal durchlesen. Hallo Pink Lady, wir möchten dich mit dieser Pinkbox Edition dazu ermutigen, dir Zeit für dich zu nehmen. Verabrede dich mit dir selbst, du bist es dir wert, an erster Stelle zu stehen, so stürmisch die Zeiten auch sein sollen. In der Pinkbox Self-Love Club findest du hochwertige Produkte mit natürlichen und nachhaltigen Inhaltsstoffen für dich und deine natürliche Schönheit. Denn du bist genau richtig, so wie du bist. Widme dich also besonnen und reflektiere deinen ganz individuellen inneren und äußeren Wohlbefinden. Was du in deiner Box entdecken kannst, unter anderem überraschen wir dich mit einem zuckersüßen Accessoire für noch mehr Selbstliebe, natürliche Pflege-Highlights für Haut und Haar sowie ein fruchtig leckeres Extra-Goodie. Wir möchten dir zukünftig nicht mehr nur die angesagten Beauty-Produkte in deine Box legen, sondern diese um ein trendiges Goodie erweitern. Ob Trend-Accessoire, Lifestyle-Produkt, Tool oder etwas für die Foodies unter euch. Das Goodie wird ab dieser Edition die Zeitschrift in deiner Pinkbox ersetzen. Es wird jeden Monat ein anderes sein. Also lass dich überraschen und freu dich so über noch ein weiteres schönes Produkt in deiner Pinkbox. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Entdecken und Testen, dein Pinkbox-Team. Genau, ja, Self-Love finde ich ist ein ganz, ganz tolles Thema, weil man ist oft so routiniert, ich hatte schon mal darüber gesprochen, und geht durch den Tagesablauf, geht durch die Woche, erfüllt im Grunde sein Pflichtprogramm und vergisst so ein bisschen sich selber, ja, mal so ein bisschen
zu verwöhnen, sich mal was Gutes zu tun. Ja, was die Zeitschrift angeht, ihr habt es jetzt selber gehört. Ich persönlich finde es super. Anstelle der Zeitschrift gibt es jetzt ein Accessoire, etwas zum Futtern oder was auch immer. Finde ich klasse. So, jetzt schauen wir in die Box. Wir haben ja einige Coupons. Das ist ja Standard. Und dann haben wir wieder Karten mit drin. Die finde ich sehr schön. Die Preise blende ich euch natürlich wie üblich hier ein. Wir haben drei Karten zum Thema. Einmal eine gelbe mit diesem Motiv. Dann haben wir eine pinke I hope you feel beautiful today. Richtig schön. Ich glaube, die werde ich mir auch aufhängen. Und dann haben wir noch eine pinke mit Self-Love Club. Richtig schöne Motive. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und die werden auf jeden Fall Verwendung bei mir finden. Sehr schön. Dann haben wir hier ein Produkt von Sante. Das ist ja eine Firma, die für Naturkosmetik steht. Hatten wir auch schon häufiger hier in der Box gehabt. Und zwar haben wir hier diesmal Sante Naturkosmetik erfrischendes Micellenwasser. Soll ein neues Produkt sein aus einer 100% recycelten Flasche. Vegan, bio und ja, zertifiziert. Mit Aloe Vera, Chiasamen, reinigt sanft, entfernt Make-up gründlich für Gesicht, Augen, Lippen, für normale Haut. Ja, finde ich nicht schlecht. Preis ist eingeblendet. Die Naturkosmetikprodukte sind ja meistens einen kleinen Tacken teurer. Ich wollte gerade sagen billiger. Einen kleinen Tacken teurer als die Nicht-Naturkosmetik. Aber ja, Sante fand ich bisher sehr gut. Ich habe eine Handcreme in Verwendung, die mir sehr gefällt. Und ich freue mich aufs Austesten. Dann haben wir hier ein Produkt von Evelyn. Ich muss es mal gerade frei machen. Cool. Ich habe im DM noch davor gestanden, die Tage. Und zwar ein Cognac-Körperpflegeschwamm mit einem sanften Massageeffekt. Das finde ich gut. Gefällt mir sehr gut. Ich habe, wie gesagt, noch davor gestanden, die Tage. Und darüber freue ich mich sehr. Ich hatte es nicht gekauft, weil ich mir dachte, man muss nicht immer alles kaufen, was man gerade interessant findet. Aber die Pinkbox hat intuitiv meine Gedanken gelesen. Was haben wir noch? Wir haben hier von Sukin Purely Ageless. Und zwar parabenfrei für alle Hauttypen. Was ist es denn? Australian Natural. Ich glaube, ich muss mal ins Heftchen schauen. So sieht es aus. Das sind 20 Milliliter. Und ich kann nicht genau sagen, was es ist. Drum schauen wir jetzt mal in das Heftchen hinein. Die anderen beiden Produkte, die haben sich ja gewissermaßen selbst erklärt. Und, okay. Ich hatte jetzt gedacht, das ist wieder so eine schweineteure Angelegenheit. Nee, aber nichtsdestotrotz, muss ja nicht sein. 2,66, ihr seht es eingeblendet. Die Sukin Purely Ageless Reju, bla 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 bla, Day Cream. Ah. Es ist eine Daycream, enthält natürliche Inhaltsstoffe, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und sie prall und glatt erscheinen lässt. Die ersten Anzeichen von Hautalterung werden sichtbar reduziert. Bereits nach 14 Tagen fühlt sich die Haut straffer und elastischer an. Finde ich nicht schlecht. Jetzt allzu arg habe ich es mit Falten noch nicht zu tun, aber man kann ja präventiv vorgehen. Nicht verkehrt. Dann haben wir hier ein Produkt von Kneipp. Kneipp-Produkte mag ich sehr, sehr gerne. Und wir haben hier, was haben wir hier? Ah, eine farbige Lippenpflege. Okay, natürliche Pflege und Farbe für gepflegte, getönte Lippen, ohne auszutrocknen. Natural Rose. So schaut das Ganze aus. Mit ein paar rosafarbenen Lippen. Und das wollen wir uns doch mal anschauen. Die Verpackung finde ich sehr cool. Alles aus Papier. Kneipp geht da ja sehr nachhaltig vor. Mhm. So sieht das Ganze aus. Und schauen wir uns mal auf der Hand an. Okay. Ja, ist wirklich nur so ganz leicht rosa. Finde ich nicht schlecht. Ist so für den Alltag prima geeignet. Eine Lippenpflege mit einer leichten Tönung. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Riecht sehr, sehr angenehm. Klasse. Kann man immer gebrauchen.
Dann haben wir hier noch ein Produkt und dann war es das. Genau, Beauty hatten wir jetzt 2, 4 Produkte. Ah, eins liegt ja noch an der Seite. Ich habe jetzt, glaube ich, das Goodie in der Hand. The Jeweler. So sieht's aus. Bisschen Perlmutt auf der Verpackung. Und das schauen wir uns mal an. Das sieht mir nach Schmuck aus. Und oh ja, das ist Schmuck. Schaut mal. Wir haben ein Schmuckstück in dieser Box. Das ist ja cool. Das finde ich sehr schön. Packen wir auch gleich mal aus. So sieht es aus. Okay, das ist ein Band mit einem Herzchen hier vorne. Und das ist praktisch hier, dieser Verschluss. So. Können wir gleich direkt anziehen. Können wir das auch wieder zuziehen? Muss ich noch ein bisschen austüfteln. Auf jeden Fall, so sieht's aus. Ein Schmuckstück. Und jetzt wollen wir natürlich noch schauen, die Box ist leer, was hier an der Seite liegt. Denn, oh, da liegen noch 2 Produkte raus. Wir haben hier etwas fürs Haar. My New Hair Repair Tiefenpflegemaske mit Mandelöl, Avocadoöl und Panthenol. Eine Maske fürs Haar. Sehr gut, kann man immer gebrauchen. Mal schnüffeln, wie die riecht. Riecht sehr gut. Riecht so ein bisschen nach Creme, nach so einer Pflegecreme. Sehr angenehm für mein Empfinden. Freue ich mich drüber. Eine Haarmaske und es liegt noch etwas drin. Und zwar etwas zum Trinken. Ah, okay. Dann ist das bestimmt das Goodie. Summersby Sparkling Rose Semi-Sweet Cider. Mit 4,5% Alkohol. Und ich schau mal ins Heftchen, da steht bestimmt was drin. Genau, das Armband, das ist nicht das Goodie, das gehört tatsächlich dort hinein. Okay, das Armband ist aus hellgrauem Textil, aber das Herzchen hier ist zwar Rosé-Gold in der Farbe, aber das ist aus Silber, aus 925er Silber. Und das ist auch der Preiscatcher in dieser Box. Die anderen Sachen, die waren ein klein bisschen günstiger. Aber ich glaube, der Gesamtwert hat es trotzdem in sich. Und ja, als Goodie haben wir dann noch was zum Prickeln. Was ist das? Ein Apfelzieher. Genau. Okay. Ein Apple Cider. Und ja, damit sind wir auch am Ende angekommen. Das ist die Neuerung der Box. Ich finde, das Thema Self-Love ist sehr schön umgesetzt. Es sind tolle Produkte drin, die ich auch durchweg eigentlich alle gebrauchen kann. Und ja, das Goodie kann man ja mal testen. Warum nicht? Der Gesamtwert ist, wie gesagt, eingeblendet. Ich glaube, der ist, da haben sie sich nicht lumpen lassen. Und ja, schön umgesetzt, tolle Box und ja, auch eine gute Alternative für die Zeitung, finde ich. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir ein Däumchen oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.